Hallo und herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Heute mal ein etwas anderes Video und deshalb sparen wir uns den Vorspann. Anlass ist der 1000. Abonnent für den Kanal. Außerdem ist der Kanal jetzt rund ein Jahr alt. Zeit, sich zu bedanken und etwas zurückzublicken. Am Schluss möchte ich für die Einsteiger noch ein paar Tipps geben, was für den Anfang unbedingt nötig ist und wie viel man dafür investieren muss. Ich kann schon so viel verraten, vieles ist heute wesentlich einfacher zu bekommen und günstiger als zu der Zeit, als ich damit angefangen habe. 1000 Abonnenten ist bei YouTube so eine magische Grenze, aber es ist eigentlich nichts weiter als eine Zahl. Ich habe nie aktiv darauf hingearbeitet, so nach dem Motto, abonnierst du mich, abonniere ich dich. Das ist alles natürlich gewachsen und deshalb gehe ich davon aus, dass alle, die hier regelmäßig reinschauen, sich auch dafür interessieren. Von Gefälligkeitsabos habe ich nichts. Wie fing das Ganze an? Los ging es mit einer kleinen Website, die dazu dienen sollte, technisch interessierten Nachwuchs auszubilden. Man muss ja mit der Zeit gehen, wer liest heute noch dicke Bücher oder lange Internetartikel? Viele sind daran gewöhnt, heute sowas als Video präsentiert zu bekommen. Also sollte die Seite mit ein paar Videos etwas aufgepeppt werden. Der Platz auf dem Server reicht aber nicht für große Multimedia-Dateien. Es war also naheliegend, YouTube als Speicher zu nutzen und die Videos in die Seite einzubinden. Ich hatte keine Vorstellung davon, in welchen Abständen die Videos fertig werden würden. Nun war die Situation im letzten Jahr etwas anders. Man war mehr zu Hause. Und was macht man dann? Man nutzt die Zeit, Videos zu machen. Ich hatte damals nicht gedacht, dass heute schon mehr als 40 Videos online sind. Irgendwann wurde man auf YouTube darauf aufmerksam. Es kamen die ersten positiven Reaktionen, die ersten Abonnenten und das motiviert dann zusätzlich. Inzwischen sieht es mit der Zeit etwas anders aus. Die Themen werden auch nicht einfacher, wodurch die Vorbereitung für die Videos mehr Zeit braucht. Das ist das, was bei den Videos am längsten dauert. Was ich damit sagen will, ist, dass die Schlagzahl zurückgehen wird und die Abstände zwischen neuen Videos auch mal etwas länger sein können. Jetzt könnte man fragen, gibt es zu dem Thema nicht schon genug? Warum jetzt nochmal? In einem Satz, ich will es anders machen. Ausgerichtet auf die Zielgruppe der Einsteiger und Wiedereinsteiger. Ich habe mir da verschiedene Sachen angesehen. Unter dem Gesichtspunkt wäre das für mich damals das Richtige gewesen. Da haben wir natürlich Wikipedia. Oft wird man aber schon in der zweiten oder dritten Zeile mit Differential- oder Integralrechnungen konfrontiert. Außerdem werden hier die Fakten ohne große Erklärung oder Herleitung präsentiert. Das ist aber normal, denn Wikipedia ist kein Lehrbuch, sondern ein Nachschlagewerk, ein Lexikon. Dann versuchen einige, alles in 3 oder 5 Minuten zu erklären. Auch das überzeugt mich nicht. Besonders, wenn auch gleich das Endergebnis präsentiert wird und den Rest der Zeit mit praxisfremden Werten eine Formel ausgerechnet wird. Am Ende habe ich mir dann gesagt, das war eine nette Rechenübung, aber zum eigentlichen Thema habe ich nichts dazugelernt. Wieder andere simulieren Elektronik nur. Ich zeige lieber, wie es in der Praxis funktioniert. Nichts gegen Simulationsprogramme. Sie können in der Schaltungsentwicklung Zeit und Geld sparen. Aber am Ende zählt nur die Praxis und die sieht manchmal anders aus. Und um dann den Fehler zu finden, hilft nur Wissen und praktische Erfahrung. Ich orientiere mich an meinen Lieblingsbüchern aus meiner Anfangszeit. Elektrotechnik und Elektronik selbst erlebt. Oder Rundfunk und Fernsehen selbst erlebt. Es gab eine ganze Buchreihe, nicht nur zum Thema Elektronik. Zum Beispiel Physik selbst erlebt, Chemie selbst erlebt, Biologie selbst erlebt oder Astronomie selbst erlebt. Immer mit dem Untertitel Bauen und Experimentieren, das kannst auch du. Eigentlich gehört auch dieses Buch dazu, auch wenn der Titel etwas abweicht, ferngesteuerte Modelle selbst gebaut. Da gibt es Anleitungen zum Selbstbauen, aber nicht ohne kurz die Theorie zu behandeln. Darum versuche ich auch immer, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Ich werde ja schon angemahnt, wenn das mal zu kurz kommt. Ich freue mich besonders, wenn sich vor allem Jüngere für das Thema interessieren. Wenn man sich die Altersstruktur der Zuschauer ansieht, gibt es da noch Nachholbedarf. Sehr stark unterrepräsentiert sind die Frauen mit gerade mal etwa 5%. Ich frage mich schon immer, woran es liegt, dass das technische Interesse bei Frauen kaum vorhanden ist.
Ist das noch das alte Rollenbild und einfach nur eine Erziehungsfrage? Ich kann nur spekulieren. Die, die mir die Frage beantworten könnten, sehen den Kanal ja nicht. Auch hier hätte ich nichts dagegen, wenn die Quote etwas höher wird. Eure Reaktion auf das, was ich hier mache, war ja überwiegend positiv. Natürlich habe ich auch nichts gegen Vorschläge und konstruktive Kritik. Ich kann mich dadurch nur verbessern. Übrigens, einfach den Dislike-Button zu drücken, gehört nicht dazu. Was soll mir das sagen? Für mich ist das eine sinnlose Funktion für Leute, die anonym darin irgendwie Selbstbestätigung suchen. Wenn ihr was kritisieren wollt, seid nicht feige, gebt euch zu erkennen und stellt eure Meinung der Diskussion. Dann kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Aber das hier kann ich nicht ernst nehmen. Leider gibt es auch immer mal wieder Spam-Kommentare, wo einige versuchen, hier Links zu irgendwelchen dubiosen Seiten und Angeboten zu platzieren, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Ich will zwar möglichst nicht in die Kommentare eingreifen, aber sowas wird gelöscht. Eine Bitte noch, wenn ihr Fragen habt, versucht die möglichst genau zu formulieren. Sagt am besten, was ihr vorhabt, dann kann ich mir das besser vorstellen und muss nicht erst nachfragen. Was nicht geht, und da bitte ich um Verständnis, von 1000 Leuten die Projekte von Anfang bis Ende zu betreuen. Ich kann mal eine Frage beantworten oder einen Tipp geben, aber das würde den Rahmen sprengen. So, jetzt gibt es wie versprochen noch ein paar Tipps für den Einstieg. Was braucht man? Na, zunächst mal eine Räumlichkeit. Ideal wäre natürlich, wenn man sich irgendwo eine kleine Werkstatt einrichten könnte. Im Keller oder auf dem Dachboden. Zur Not reicht aber auch ein einfacher Tisch in irgendeiner Zimmerecke. Und da gehen wir jetzt mal hin. Neben den Geräten, wo wir gleich zu der Top 3 aus meiner Sicht kommen, gehört natürlich auch eine gewisse Mindestausstattung an Werkzeug dazu. Ein paar Schraubendreher, Zangen, Seitenschneider, ein Abisolierer, ersatzweise ein Kabelmesser, vielleicht eine kleine Säge, um Platinen zuzuschneiden oder ein Bohrer. Da wird mit der Zeit jeder selber merken, was er braucht. Ist ja heute kein Problem, gibt es in jedem Baumarkt. Kostet natürlich Geld. Kleiner Tipp von mir, ich habe mir damals sowas zu Weihnachten schenken lassen. Ein Gerät, was man am Anfang unbedingt braucht, das ist ein Vielfachmesser. Wenn ich nicht wenigstens mal eine Spannung oder einen Strom messen kann, komme ich nicht weit. Für den Anfang reicht so ein einfaches Gerät dabei völlig aus. Das bekommt man heute für unter 10 Euro. Damit kann ich Spannung messen, Ströme, Widerstände und sogar Transistoren testen. Mein erstes Gerät war dieses schöne Drehspulinstrument und da musste ich mir damals noch über 280 Mark vom Taschengeld absparen. Heute wird wohl keiner mehr über so ein Drehspulinstrument nachdenken, aber die digitalen Geräte haben nicht nur Vorteile. Durch die Zahlenanzeige können Sie unter Umständen eine Genauigkeit vorgaukeln, die Sie gar nicht haben. Gerade bei so einfachen Instrumenten würde ich nicht unbedingt viel auf die letzte Stelle geben. Wenn sich die Werte sehr schnell ändern, ist das Digitalgerät auch schwer abzulesen. Dem Zeiger am Drehspulinstrument kann ich mit den Augen viel besser folgen. Und beim Drehspulgerät brauche ich für Spannungs- und Strommessung keine zusätzliche Energieversorgung. Wenn bei dem Gerät die Batterie alle ist, im ungünstigsten Moment, na, dann war es das. Das Gerät hat zwar auch ein Batteriefach, aber das brauche ich nur, um Widerstände zu messen. Beide Instrumente haben eins gemeinsam. Man muss den Messbereich von Hand wählen. Dabei sollte man sich unbedingt angewöhnen, erst mit dem größten Messbereich anzufangen und dann langsam runterzuschalten, bis ein vernünftiger Ausschlag erscheint. Macht man das nicht und ist in einem ungünstigen Messbereich, dann kann es sein, dass das Gerät nur noch Rauchzeichen von sich gibt. Wer ein bisschen mehr Geld investieren kann und will, der kann sich auch ein Vielfachmesser besorgen mit automatischer Messbereichswahl. Hier muss man dann nur die absoluten Grenzwerte beachten und die nicht überschreiten. Ansonsten sucht sich das Messgerät den Bereich, der für die Messung am günstigsten ist. Allerdings muss man da wahrscheinlich etwa das Zehnfache investieren. Fast genauso wichtig wie der Vielfachmesser ist ein kleiner Elektroniklötkolben. Den bekommt man auch schon unter 10 Euro. Der hat hier allerdings einen kleinen Nachteil. Wenn der die ganze Zeit in der Dose steckt, dann überhitzt er sehr schnell. Das ist auf Dauer nicht gut für den Lötkolben und auch nicht für die Lötstelle, die man dann macht.
Auch hier lohnt es sich wieder ein paar Euro mehr zu investieren in so eine kleine Lötstation, die die Temperatur konstant und immer auf der richtigen Höhe hält. Einfache Geräte gibt es schon ab 15 Euro, sowas in der Art hier kostet etwa 30 bis 40 Euro. Der Vorteil, man bekommt auch gleich den passenden Lötkolbenständer dazu, denn einen heißen Lötkolben sollte man nie einfach irgendwo hinlegen. Dazu braucht man noch das passende Verbrauchsmaterial, also Lötzinn und ein bisschen zusätzliches Flussmittel. Da aber darauf achten, keine säurehaltigen Flussmittel zu nehmen, wie Lötwasser oder Lötfett. Das hier nennt sich Löthonig, funktioniert ganz gut. Man kann sich sowas aber auch selbst machen, indem man Kolophonium einfach in Alkohol oder Spiritus auflöst. Für größere Teile und größere Flächen sind diese kleinen Lötkolben ein bisschen schwach. Da wird die Wärme sehr schnell abgeführt und es kommt keine vernünftige Lötstelle dabei raus. Deshalb macht es Sinn, noch einen etwas größeren Lötkolben sich für solche Zwecke zuzulegen. Auf Platz 3 auf meiner Liste ist auf jeden Fall ein vernünftiges Labornetzteil, das eine stabilisierte und stufenlos einstellbare Spannung bietet. Wichtig für Versuchsnetzteile ist, dass es sowas hier aushalten muss. Ein Kurzschluss passiert ganz schnell mal in einer Versuchsschaltung und es wäre dann schon schlecht, wenn dann jedes Mal das Netzteil zum Teufel gehen würde. Es sollte sich mindestens abschalten. Noch besser ist es natürlich, wenn es sich nicht komplett abschaltet, sondern einfach nur den Strom begrenzt. Es geht also dann von Spannungsquelle in Stromquelle über. Und deshalb kann man dann damit sowas machen. Ich kann zum Beispiel jetzt die Leuchtdiode auch ohne Vorwiderstand hier direkt anschließen, denn die Strombegrenzung übernimmt ja jetzt das Netzteil. Warum zwei Spannungen? Also man kann immer zwei unabhängige Spannungen voneinander gebrauchen, spätestens wenn man mit Operationsverstärkern arbeitet und symmetrische Betriebsspannungen braucht. So ein Teil kann man sich natürlich auch kaufen oder schenken lassen. Das wäre aber auch ein schönes erstes Projekt zum selber bauen. Dabei lernt man noch was und man baut was Sinnvolles, was man dann auch gebrauchen kann. Ja, was haben wir dann noch? Das, was über die Top 3 hinausgeht, das ist dann Zugabe. Das kann man sich dann nach und nach anschaffen. Welche Geräte da wichtig sind, hängt ein bisschen davon ab, was man machen will. Ein Funkamateur braucht andere Sachen als jemand, der sich nur mit Niederfrequenz oder Digitaltechnik beschäftigt. Das wohl universellste Gerät ist ein Oszilloskop. Da muss ich nicht mehr allzu viel zu sagen, da gibt es ein gesondertes Video drüber. Ganz einfache Geräte sind sehr eingeschränkt. Ich sehe mein Gerät auch eher noch im Einstiegsbereich, kostet allerdings schon 450 Euro. Sicherlich nicht eines der ersten Anschaffungen, die man machen wird. Hier links haben wir einen Funktionsgenerator, der erzeugt Sinus- und Rechteckschwingungen bis 100 kHz, ist also eher für den Niederfrequenzbereich. Dazu hat er noch einen kleinen Signalverfolger, das ist ein Verstärker mit Lautsprecher, damit man mal in die Schaltung reinhören kann, was aus dem Signal geworden ist. Besser lässt sich natürlich das mit einem Oszilloskop überprüfen. Der Funktionsgenerator hat inzwischen einen digitalen Nachfolger, das sind eigentlich zwei Generatoren in einem. Der erzeugt Frequenzen bis 15 MHz, im Sinusbereich sogar bis 60 MHz. Von Hause aus eben Sinus-, Rechteck- und Dreieckschwingung. Über einen PC kann man aber im Prinzip jede beliebige Schwingungsform erzeugen. Dazu gibt es noch ein Frequenzmesser, ebenfalls bis 60 MHz. Das ist ein Beispiel dafür, dass günstige Geräte nicht immer schlecht sein müssen. Der hat sich bisher recht gut gemacht in meiner Praxis. Kostet etwa 120 Euro. Für professionelle Geräte kann man gerne mal vierstellige Beträge ausgeben. Es gibt sogar noch eine abgespeckte Version, ist dann nochmal 30 Euro günstiger. Soweit ich weiß, ist der einzige Unterschied, dass es auch im Sinusbereich dann nur bis 15 MHz geht. Ja, für Funkamateure damals unverzichtbar ein Dipmeter zum Abgleichen von Schwingkreisen mit verschiedenen Steckspulen. Konnte man dann den Frequenzbereich von 170 kHz, in dem Fall bis 70 MHz, überstreichen. Ein paar Dinge dazu habe ich schon gesagt im Video zum LC-Schwingkreis. Ja, und das jüngste Gerät hier auf dem Tisch, das ist der
Bauelemente-Tester, den habe ich ja auch schon ausführlich vorgestellt in einem Video. Der hat sich inzwischen doch recht gut bewährt als ja, Überprüfungsgerät für Bauelemente, ob sie noch funktionieren und um die Beschaltung zu überprüfen. Ja, das war das kleine Special zum 1000. Abo. Ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal treu und habt Spaß daran, was ich hier mache. Ich tue das ja nicht, um zu zeigen, was ich kann, sondern ich möchte, dass ihr Lust darauf bekommt, selbst zu experimentieren. Beam me up, Scotty.